Brautschminkerin ist ein Beruf, eine Frau, die Bräute schminken vor der Hochzeit, und zwar in Taiwan. Das ist in der taiwanesischen Hochzeit, hat eine bestimmte Art und Weise, Vorschrift, eine Zeremonie, wie man das geschminkt wird. Brautschminkerin geht es eigentlich um eine Mutter- und Sohn-Geschichte, als eine rote Linie durch den ganzen Stück geht. Und das ist eine junge Frau, verliert ihr Mann in der Hochzeitsnacht. Ihr Mann wird verschleppt, wie damalige Zeit, in weißer Terror in Taiwan. Und das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Regierung, die aus Festlandchinesen die Macht übernahm. Ja, und dann entsteht dann in Taiwan eine wahnsinnige Spannung. Und ja, dann passiert sehr, sehr viele Sachen, die bis heute nicht geklärt ist. Aus der Hochzeitsnacht entsteht ein Kind, und dieses Kind trägt dann alle Hoffnung der Mutter und Liebe der Mutter, wie als ob Vater weiterlebt. Dann hinterher entsteht dann eine Auseinandersetzung zwischen der Mutter und Sohn, und der Sohn stirbt. Und die Mutter, für sie ist wie in Kartenhaus, die alle fällt zusammen und Maske zerrissen auseinander, und die Wahrheit kommt in das Licht. Wir haben auf der einen Seite die asiatische Musik aus Taiwan und auf der anderen Seite die europäische, also meine Musik. Bei der reinen taiwanischen Musik wollte ich mich nicht einmischen, weil dann wird es einfach nur verwässert. Und das ist auch eine Musik, die so für sich einfach auch kraftvoll ist und stark ist und die man auch da, glaube ich, nicht verwässern sollte als Komponist, der mit da was Eigenes einbauen. Aber ich baue die Instrumente, also auch die Schlaginstrumente und diese Gujin, dieses alte taiwanesische Instrument, baue ich in diese Musik mit ein. Zum Teil, nicht bei jedem Stück, aber zum Teil.